So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir reingehen, erstmal einen ganz, 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 ganz dicken Gruß an Moritz, Ganon, Moonlight und natürlich Asunai. Erstmal nochmal vielen Dank für gestern, für die reichlichen Spenden, die von euch reinkamen. Also ihr seid einfach zu wild, würde ich sagen. Dann Asunai ist wieder Mitglied, auch danke dafür natürlich. Dann auch danke an Luis, der jetzt auch neues Mitglied ist. Und danke auch an Scary Eyes, der seine Mitgliedschaft wieder verlängert hat. Also da geht wirklich ein Gruß raus, was ihr zurzeit an Support raushaut. Also keine Ahnung, womit ich das verdient habe, aber auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank dafür. Dann an alle Neuen, die sich wundern, warum steht da Skin-Verlosung im Titel und im Thumbnail. Nein, ist kein Clickbait. Bei mir ist das so, wenn ich einen Solo-Sieg hole auf dem PC, was natürlich im Prinzip die schwerste Variante ist, dann bekommen halt meine Mitglieder einen Skin geschenkt. Ich mache das dann ganz einfach, ich habe den Sieg geholt, schreibe im Chat, jetzt könnt ihr im Chat schreiben, das können alle Mitglieder quasi schreiben und dann lose ich mir den Gewinner quasi aus und der bekommt halt dann einfach einen Skin. So, genug gequatscht würde ich sagen, aber ihr seht schon, es ist irgendwie wieder eine neue Serie da. Anscheinend sind das zwei Tänzer und die tanzen uns anscheinend irgendwas vor in Risky Reels. Aber einfach mal vorbeischauen, aber ganz ehrlich, ich feiere dieses Event nicht. Weil ganz ehrlich, das sind 10 Minuten, 8 Minuten, ich wiederhole 8 Minuten, läuft da halt was mit Untertitel und naja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Event so an sich haltet. Also ich persönlich gar nichts. Ich meine, ich werde es mir wahrscheinlich nachher, wenn ich von der Arbeit komme, mal kurz angucken mit euch zusammen. Aber so besonders finde ich das jetzt auch nicht. Aber jetzt mal wirklich genug gequatscht. Ich würde sagen, wir gehen auch mal rein. Und was haben wir? Oha, Money ist wieder da. Money ist für mich der Mann. Der Money. So, ihr seht schon. Wenn ihr irgendwas kauft, bitte gerne doch meinen Creator Code benutzen. YT-FamilyHack. Erstmal danke an alle, die ihn wieder eingetragen haben. Gruß geht auch da an jeden Einzelnen raus. Und wer es noch nicht getan hat, jetzt gerne nachholen. Und denkt dran, guckt immer nach, ob er drin ist. Weil selbst ich kaufe Sachen und vergesse meinen eigenen Creator Code. Schande über mein eigenes Haupt. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal alles durch. Wie gesagt, Money ist drin. Gruß geht da auf jeden Fall schon wieder an Sample raus. Weil da weiß ich definitiv, der Skin ist von ihm. Also der Skin ist auch wirklich gut spielbar. Also für 800 V-Bucks macht man bei dem Skin hier definitiv gar nichts verkehrt. So, was haben wir noch drin? Steinherz ist wieder drin. Mit den schönen Engelsflügeln. Ja, der Skin ist eigentlich gut. Also für 1500 machen wir mit dem Skin eigentlich null verkehrt. Der sieht nice aus, ziemlich schlank. Kann man gebrauchen, definitiv. Ist auch die männliche Variante. Nee. Dann gibt es natürlich noch die passende Pickaxe dazu. Die kam Season 10 raus. Die kam beiden Season 10 raus. Okay. Ich dachte eigentlich schon, die wären länger da. Also vom Gefühl her würde ich echt sagen, länger. Aber anscheinend doch erst Season X. So, dann der Totenschütze ist wieder da. Wo ich mir manchmal denke, hätte ich mir lieber den Skin geholt, anstatt irgendeinen anderen teilweise, weil er ist halt echt nice. Ist einfach nice. Er passt halt so perfekt zur alten Tilted Towers Western Zeit. Mal gucken, wer sie noch kennt. Dann gibt es ihn natürlich in zwei verschiedenen Stilen, aber die Stile sind ganz spektakulär. Einmal mit Hut und einmal ohne Hut. Aber da sage ich ganz ehrlich, wenn schon, dann mit Hut. Also mit Hut sieht er wirklich elegant aus. Sieht halt schon ein bisschen crazy aus. Aber ich feiere den, aber halt für 20 Euro. Ja, ist wieder eine Hausnummer, würde ich sagen. Dann haben wir des Weiteren die Spektralsense. Die ist natürlich richtig nice. Also wer die hat, hat wirklich definitiv einen Hingucker. Nachdem gestern alle sich ja unbedingt den Golfschläger holen mussten, da würde ich eher sagen, holt euch die Pickaxe, da gucken die Leute mehr hin. Weil Golfschläger ist einfach, naja. Ich sag nur Schwitzer. So, des Weiteren haben wir natürlich Welle des Todes. Ist keine schlechte Animation. Also das wäre wieder eine Skizze. Ja, die ist wirklich nicht schlecht.
hat halt so ein bisschen was von Slurpee, aber es soll halt den Schimmer vom Skin darstellen. Aber so an sich auf jeden Fall zu gebrauchen. Aber halt wie gesagt, 500 V-Bucks für eine Tarnung. Gucken wir uns Tarnungen wirklich an. Ja. So, dann haben wir den Sanctum wieder drin. Auch ein schönes Skin. Also ich finde heute sind wirklich gute Skins drin. Zwar teilweise natürlich ein bisschen teuer, aber in meinen Augen definitiv zu gebrauchen. Auch so, ja. Aber gut, dass mit dem Rückenaccessoire, den würde ich zum Beispiel ohne Rückenaccessoire spielen. Weil der Umhang, weiß ich nicht, der passt irgendwie nicht. Der ist einfach so sieht er gut aus, aber halt ohne Umhang. Reicht vollkommen. Also einen Umhang brauchen wir da wirklich nicht. So, dann haben wir den Seewolf. Die guten alten Zeiten. Ach Gott, wie wünschen wir uns alle doch komischerweise die alten Season zurück. Oh, der hat sogar noch einen anderen Stil. Einmal mit dem Rücken zwar, einmal mit dem und dann natürlich noch der Skin mit dem Aussehen. Ja, sieht schon, ja doch. Der ist definitiv auch zu gebrauchen. Also im Prinzip sind natürlich inzwischen alle zu gebrauchen. Da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Es kommt halt immer nur drauf an, wollen wir den gerade spielen oder nicht. Deshalb sage ich immer wieder, wenn ihr zu viele Skins habt und wisst nicht, welchen Skin ihr mehr spielen sollt, nehmt einfach Zufall. Zufall, beste Variante. So, dann haben wir albernes Hüpfen drin. Auch da gehen die Grüße wieder raus. Weil ich habe es mir nicht gekauft. Ich kann immer wieder nur Danke sagen. Ihr seid wahnsinnig, was das betrifft. So, dann haben wir Hüftschwung. Auch danke dafür. Ist irgendwie so mein Standardtanz. Dann haben wir Elektroswing. Auf jeden Fall auch nice. Dann haben wir den Purzelmeister, der ist wieder da. Das ist sowieso mit einer der besten Emotes, was mit Musik und Emote betrifft. So, dann erstmal auf jeden Fall danke dafür. Und wie immer, denkt dran, vergesst nicht Creator-Code einzutragen, YT-FamilyHack. Ich kann nur sagen, seitdem ich die Shop-Videos mache und wieder mehr streame, deutlich mehr Leute tragen ihn ein. Also wie immer, danke, 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 danke. So, hat sich sonst noch irgendwas getan? Was haben wir an Tagesherausforderungen? Eliminiere Gegner? Nee, 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 da machen wir schon mal gar nicht heute. Gebäudeschaden kriegen wir hin. Ganz easy. So, sonst hat sich hier eigentlich nichts getan. Hier müsste sich endlich mal wieder was tun. Aber ich schätze mal, es wird dann wieder heute mit dem Update reinkommen. Apropos Update, ihr habt es ja gesehen, heute wieder Update ab 8 Uhr. Müssen wir einfach mal gucken, wann das Ganze dann losgeht und was sich auch ändert. Aber darüber werde ich kein extra Video machen, nehme ich mal an, sondern werde das halt euch dann im Livestream sagen. So, das war's dann schon wieder mit dem Shop. Denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wir gehen noch schnell rüber und retten die Welt. Gucken wir, was da noch so Schönes zu machen ist. So viel zum Thema Rette die Welt. Es ist noch früher Morgen. Dann, richtig. Jetzt gehen wir aber rüber. Boah, vor allem, ich glaube, ich muss heute Rette die Welt spielen. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viele Tagesaufgaben. Weil zur Zeit ist echt so: Ich komme heim, mach PC an und dann direkt Battle Royale. Aber ich glaube, heute sind wir fällig. Ich glaube, heute muss ich 3 Stück machen. Gut, wenn man eine davon wegmacht, reicht vollkommen, weil du bekommst ja jeden Tag eine neue. Heißt, wenn ich heute nicht alle wegmache, obwohl morgen ist Donnerstag, ja, die muss ich heute wegmachen, weil morgen haben wir große Missionstag. Und, na komm schon. Mal hin. Lade, lade, lade. Ach, 2 Lamas nur. Na ja gut, in der Woche kriege ich wieder 150 V-Bucks, aber dauert natürlich ein bisschen. So, kann man schnell gucken. Ja, ich muss wieder 3 Aufgaben machen. Eieieiei. Ich glaube, heute mal mit einem kleinen Rette die Welt-Stream am Anfang. So, dann was haben wir im Lama-Shop? Ah, siehst du, ich habe gestern gar nicht geguckt wegen. Ah, gestern hatte doch irgendeiner 2 kostenlose drin.
Aber auch hier noch nichts Neues. Wird sich alles erst heute noch ändern. Ihr seht ja, beziehungsweise morgen 19 Stunden. Und dann wird hier erstmal wieder ein bisschen eingekauft. Ich hoffe, dass ich komme mit meinen 5000 Gold da noch hin. Aber es gibt auch keine V-Bucks-Aufgaben. Schade darum. Aber wie gesagt, denkt dran, die Tagesaufgabe zu machen. Habt ihr wenigstens schon mal 50 V-Bucks wieder. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch mit dem Video und haut rein.